So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Wir befinden uns hier gerade auf Server 24. Ja, genau, Server 24. Und ja, tatsächlich, es ist geschehen. Das, was wir alle erhofft haben. Gehen wir kurz auf S7, um das Ganze ein bisschen. So, und zwar hier unter News and Game. Tatsächlich Serverstart 27. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Es wird am 10.05.2013 um 16 Uhr der Server 27 gestartet werden. Ja, was kann ich dazu jetzt noch so genau sagen? Ich hoffe, dass ich das hinbekomme mit der Zeit, weil ich bin heute nicht anwesend eigentlich. Also ich gehe heute noch weg, weil ja heute sowieso Feiertag ist und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich da auch leider bedauerlicherweise nicht heute am Donnerstag noch zugegen sein, wenn dann eigentlich so noch die letzten Absprachen gemacht werden in der Gilde. Ich hoffe, dass ich da aber alles genug mitbekommen habe bis jetzt und ja, da denke ich, das wird dann irgendwie schon gehen. Das eigentlich das einzige Problem ist, ich weiß nicht, wann ich wieder zu Hause bin am Freitag. Ich hoffe mal, dass es vor 16 Uhr ist, ansonsten werde ich wohl von da zu Fuß nach Hause gehen müssen. Naja, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen knapp. Ja. Was wollte ich noch genau? Wenn man jetzt hier zum Beispiel draufklickt, sieht man ja jetzt hier zum Beispiel die Gildenvorstellung auf S27. Es gibt ein bisschen Konkurrenz, wie man sehen kann. Apokalypto, keine Ahnung. Wo sind wir? Moment. Da sind wir, genau. 3 Sterne hat der Thread schon. Naja, gut, sieht jetzt nicht sonderlich Hammer aus, aber ihr seht hier schon, sind so ein paar Antworten darunter geschrieben. Also da hatten schon ein paar Leute Interesse. Oder auch nicht. Kommt immer drauf an, was die da gerade wollten. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt der Serverstart 27 und ich hoffe, dass ich Videos machen kann, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich am Freitag genau um 16 Uhr da das schaffe. Ich hoffe es mal. Wenn es nicht schaffe, dann habe ich ein Problem. Muss ich mir noch irgendwie was einfallen lassen. Aber ich denke mal, dass ich das irgendwie hinbekomme. Wenn nicht, tja, scheiße. Jo, Leute, was ich jetzt noch beantworten wollte. Moment, ist das hier ein, ja, das Part 31? So, ganz kurz starten, Quatsch, stoppen hier. Und zwar werde ich jetzt hier immer wieder gefragt, hier zum Beispiel von, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten. Wenn sie, ob sie nicht mitmachen könnten auf S27 oder ob sie da irgendwie in die Gilde kommen könnten oder irgendwie sowas, weil ich das ja schon in mehreren Parts ausführlich beschrieben habe und jetzt auch nochmal im Forum drin steht, um das Ganze noch ein bisschen auszuschmücken. Ihr könnt, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, dass ihr keine Bewerbung unter dieses Video schreiben sollt? Also wenn ihr euch bewerben wollt, dann addet mich einfach auf Skype, weil das sage ich zu jedem Kommentar einfach. Und halt Mr. Capscreen, so wie ich halt auch für YouTube geschrieben werde, nur halt alles klein, wirklich alles klein, auch den ersten Buchstaben klein. So, dann müsst ihr mich eigentlich finden, weil ich mit richtigen Namen mich auch so eingetragen habe, also ich halt mit richtigen Namen auch so und halt auch mit Skype-Namen. Und deshalb müsstet ihr mich eigentlich finden. Wenn nicht, dann habt ihr ein Problem, weil dann ist irgendwie euer Skype ziemlich im Arsch. So, sowas hatte ich nämlich auch schon mal. Und ich adde keinen. Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr mich adden. Sonst wird das nichts. Und ich werde demnächst dann, denke ich mal, auch keine Kommentare mehr beantworten zu dem Thema, wer mitmachen will. Also, ihr müsst mich wirklich per PN anschreiben auf S24, auf S7, auf Skype. Ja, und das war's. Auf Twitter geht vielleicht auch noch. Aber das solltet ihr möglichst vermeiden. Na, okay. Ja, das ist erstmal so zu den organisatorischen Sachen. Ich werde die ganze Zeit zugebombt von irgendwelchen Skype-Nachrichten. Ganz kurz erstmal auf beschäftigt stellen. Ganz oben auf S24 ist Terranigma immer noch. Und Bone Crusher ist Zweiter. Griffix ist abgerutscht auf den 4. Platz. Mentalo, Energy Power, die sind jetzt von uns. Und haben wir noch irgendeinen? Nö. Scheiße. Okay, hier noch alles mit No Mercy belegt und so weiter und so fort. Wie gesagt, unsere Gilde strebt Rang 1 an, wenn nicht, dann Top 3, aber Top 1 ist eigentlich angestrebt. Also ich weiß nicht, ob das eine Illusion ist, aber
Ich denke mal, das müssten wir hinkriegen mit der Organisation, die wir da schon haben. Ich hoffe, dass ich das selber mit meinen Aufgaben als Offizier ganz hinbekomme. Da kann ja immer was dazwischen kommen, das ist ja das Problem. Und da muss man dann auch ein bisschen gucken, dass man da war, also dass man da echt flexibel bleibt in der Gilde, wenn da irgendjemand ausfällt oder so. Das wird echt haarig. Und das kann auch passieren. Irgendjemand, keine Ahnung, hat irgendwelche privaten Probleme oder irgendwie sowas. Und dann ist natürlich scheiße, wenn man dann irgendwie die Aufgaben dann noch verteilen muss. Das kann ja immer passieren. Das ist ja nichts Seltenes oder so. Jetzt hat er mir aber einen Crit reingehauen. Aber da hau ich ihn weg. Easy going. Naja, gut, easy going war es natürlich nicht, aber wir können noch mal ganz kurz den Ton probieren. Nein, was ist das denn? Ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, nee. 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 Also mein Kundschafter ist echt total scheiße. Ich weiß nicht, was die mit dem gemacht haben. Aber der ist kacke. Ja, der Krieger auch scheiße Aktion, der auch. Oh, noch behinderter. Gut, da war ich jetzt auch nicht so die Bombe. Ja. Wenn man natürlich solche Schaden da reinkloppt bei den Gegnern, dann ist natürlich klar, dass da nichts läuft. Naja, ich probiere es jetzt nicht nochmal. Es ist ja unglaublich. Da kriege ich ja noch einen Koller bei. Ja, Leute, also das war eigentlich so genau das, was ich überhaupt ansprechen wollte zu S27. Da müsst ihr ganz genau darauf aufpassen, dass ich... ja, wie gesagt, Kommentare sind scheiße. Weil, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Ich kann da jetzt nichts machen. Erstens, ihr werdet sowieso noch weitergeleitet, das kann ich ja mal sagen. Ihr werdet sowieso weitergeleitet zum Gildenleiter, also ich kann da nicht alleine euch irgendwie einladen oder so. Deswegen müsst ihr mich eigentlich auf Skype adden. Und ja, deshalb ist das ein bisschen scheiße. Gut, Leute, so viel erstmal dazu. Ich werde hier gerade ein bisschen bombardiert. Ich hoffe, das war auch erstmal genug so an Informationen. Also, wie gesagt, per PN, per S27, nee, per S24, per S27. Ich werde diesmal sogar meinen Freundschaftslink mal dann, wenn S27 startet, unter das Video schreiben. Wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr euch gerne darunter registrieren. Das wäre echt cool. Aber ich glaube, den Freundschaftsorden kriege ich so auch voll. Also das ist nicht so das Problem. Also ich werde den da irgendwie schon bekommen. Hoffe ich. Wenn das alles richtig geplant wurde von uns. Naja, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich über S27 sein. Ich hoffe, dass ich es richtig rechtzeitig schaffe. Wenn nicht, dann scheiße. Dann muss ich mich, glaube ich, ein bisschen, ja. Keine Ahnung, da hängen? Nee. Schlechtes Beispiel. Egal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir also auf jeden Fall einen Daumen nach oben oder ein Abo. Wäre auch ganz cool. Wenn nicht, dann macht es trotzdem. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.